Am Titel können Sie schon erkennen, in welche Richtung es geht. Und Sie sehen auch, wo ich gerade bin. Ich bin nicht in diesem schönen Liebeskindbau, sondern nebendran. Das ist ein altes Kaserngelände. Und Herr Liebeskind hat uns diesen Elfi-ähnlichen und die Elfi Lüneburgs hier hingesetzt. Ein Prachtbau. Und da grüße ich Sie recht herzlich. Es dämmert auch noch nicht. Es ist immer noch hell hier im Norden. Also herzliche Grüße aus Lüneburg und meinem Dialekt können Sie entnehmen, dass ich lange Zeit nicht im Norden gelebt habe, sondern aus Süddeutschland komme, in Tübingen promoviert habe und in München habilitiert. Und seit der Münchner Zeit beschäftige ich mich mit der Idee von videobasierter Reflexion und videobasiertem Feedback. Und seit neuestem auch mache ich mir Gedanken oder machen wir uns in der Gruppe Gedanken, wie man das Portfolio nutzen kann, um gezielt zu reflektieren, aber auch üben und zu reflektieren. Also ich möchte vor allem auch den Untertitel nochmal betonen: Chancen und Grenzen einer praktikumsbegleitenden Video, aber nicht nur Video, aber immer online-basierten Reflexion des eigenen Unterrichts. Ja, dann würde ich Sie versuchen, erstens mit folgendem Bild in Ihrer Wirklichkeit abzuholen. Herr Scherlis hat ja auch schon von seinem Unterricht erzählt. So würde ich auch immer anfangen mit der Idee, hier steht eine Studentin zum ersten Mal vor einer Klasse und unterrichtet Mathematik. Das ist Addition, Subtraktion, Punkt vor Strichrechnung. Ich habe die Stunde auch selbst gesehen. Danach hat sie sich den Unterricht auch mal öfters aufgenommen und hat den zur Verfügung gestellt. Und wir haben über diesen Unterricht nachgedacht. Das kann man ja klassischerweise direkt vor Ort machen. Sehr typisch, so habe ich das auch gelernt in meinem Studium und dann auch nachher noch im Referendariat oder auch darüber hinaus, wenn ich Unterrichtsbesuche bekam. Und neuerdings können wir das natürlich auch digital virtuell machen mit Menschen, die den Unterricht gesehen haben oder die ihn zum ersten Mal sehen. Wir können 5-Minuten-Ausschnitte angucken. Darum soll es heute ein wenig gehen. Aber auch mit der Kritik, und die möchte ich nachher auch noch mal einklinken. Und dieses aktuelle Zitat aus einem jetzt schon auch, finde ich, fast schon berühmt gewordenen Aufsatz von einem bekannten Autoren, Kollege Neuweg, hat über Reflexivität geschrieben und sehr kritisch diesen Aufsatz verfasst. Und mit dem Zitat will ich beginnen. Nun ist es unstrittig, dass sich angehende Lehrpersonen in der Vorbereitung auf ihre beruflichen Aufgaben einerseits auf Praxis einlassen und sich andererseits zu ihr in reflexive Distanz setzen müssen. Die Frage ist aber, ob das gleichzeitig geschehen kann. Nirgendwo kann man gegenwärtig anschaulicher studieren, was geschieht, wenn Distanz und Einlassung vergleichzeitigt werden, als in der Praxis der Praxissemester in Deutschland, wo Studierende zwischen den Anforderungen der Berufswahlüberprüfung, der Unterrichtsplanung und Durchführung, dem Umgang mit Unterrichtsstörungen, der Erschütterung ihrer idealistischen Vorstellungen von Schule, Schüler und Unterricht, der Anpassung an die ungeschriebenen Regeln der schulischen Praxisgemeinschaft, den wirklichen und von ihnen selbst empfundenen, aber oft schamhaft verschwiegenen Reflexionsanlässen, der universitär veranlassten Reflexion und dem forschenden Lernen förmlich aufgerieben zu werden drohen. Also es wird ein wenig in Frage gestellt, ob so früh schon so viel Reflexion überhaupt möglich ist und auch förderlich. Manche bezweifeln auch, dass es der Wissenschaftlichkeit zuträglich ist und nicht letztlich die universitäre Lehrkräftebildung gefährdet ist. Das wird auch da nochmal ausgedrückt. Das kommt auch aus Hessen tatsächlich, Kollegin aus Kassel. Da wird ja schon zumindest gefragt, macht Fallarbeit im Praxissemester reflexionsmüde? Ich glaube, die Autorin kommt eher zur Antwort, ja. Nee, eher nicht im Resümee, aber schon auch theoriefeindlich. Das heißt, ich stelle dann fest, dass vielleicht die Theorie gar nicht so zu gebrauchen ist und dass es eigentlich weiterhilft. Also das sind alles natürlich auch vielleicht Grenzen und Fallstricke dieser Reflexion sehr früh im Studium und dann auch noch des Mitmischens der Universität und natürlich des Aufweichens des alten deutschen Konzepts, dass wir nicht erst die Theorie und dann die Praxis haben, sondern jetzt versuchen, frühzeitig in die Schule zu gehen und auch zu professionalisieren. Ein weiteres Zitat hat mich dann aber wirklich nochmal aufgeschreckt, weil wir stark mit diesem Konzept der Deliberate Practice arbeiten und das verwirft Herr Neuweg relativ schnell. Das kann kein für den Lehrerberuf typisches Entwicklungsvehikel sein, meint er. Denn auch durch
angestrengte und systematische Übung kann man nur lernen, wenn es A, klare Erfolgskriterien gibt, der Erfolg zeitnah und klar feststellbar, sowie C, eindeutig auf das eigene Handeln rückführbar ist, wenn man D, sich weiterentwickeln möchte und E, bereit ist, sich dafür anzustrengen. Gemessen an diesen Voraussetzungen bietet die Berufssozi-Erfahrung von Lehrerinnen und Lehrern aus sich heraus wenig Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zielgerichtet weiterzuentwickeln. Und dann gibt es verschiedene Einschränkungen, die können Sie ja gleich noch überfliegen. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn das jetzt aber auch für die Ärzte gelten sollte oder gilt da was anderes für andere Professionen, dann steht es ja auch schlecht vielleicht um die Professionalisierung. Und ich möchte gern zu beiden kritisch nachher Stellung nehmen, aber Sie können sich ja auch schon positionieren und sagen, ja, da hat er in vielen Dingen recht, oder sagen, nein, genau an meiner Institution haben wir dann ein anderes Konzept gefunden. Und ich würde gern die Zeit mit Ihnen nutzen, um dieses Programm durchzugehen. Ilonka hat es ja gesagt, wir würden jetzt so eine dreiviertel Stunde den Vortrag vorsehen, dann natürlich eine Diskussion, und ich möchte Ihnen diese Gliederung anbieten. Und zwar starten mit der Idee Kernpraktik. Das ist ja im Titel angeklungen. Was ist das überhaupt und wie kann man die erlernen? Zweitens, dann möchte ich etwas sagen zu diesem Kernpraktikum und dem ersten Schulpraktikum. Kann man das schon tatsächlich ganz früh lernen oder ist das eine Überforderung? Ist vielleicht auch eine Unterfrage. Dann komme ich auf diese Idee von Übung, Reflexion und Feedback zu sprechen. Da würde ich auch mal kritisch mich äußern zu Menschen, die sagen, Reflexion ist alles, Handeln ist zweitrangig in der ersten Phase. Für mich gehört das zusammen. Ohne Üben keine Reflexion und auch andersrum. Dann die Wirksamkeit von Übung und Reflexion und Feedback. Darauf möchte ich eingehen in Form unserer Studienbefunde. Wir haben viel geforscht. Erstmal zu der Idee einer Praktik im Bereich Klassenführung und dann zu zwei Praktiken und dann kommt das Thema Feedback geben noch dazu. Und ich schließe mit dem Rekurs wieder auf diese Eingangszitate von dem Kollegen, und möchte das auch kritisch diskutieren und dann ausloten, welche Grenzen und Chancen hat denn jetzt eigentlich eine solche online-basierte Reflexion, vor allem wenn man dann noch Videoaufnahmen einsetzt. Ich starte mit 1 und sage etwas zu Kernpraktiken und denke, ja, das ist vielleicht für einige intuitiv und man denkt, ja, das sind so typische Praktiken, die es immer gibt. So nennen das auch die Autorinnen und Autoren, die es erfunden haben in den USA, eine praxisbasierte Lehrkräftebildung. Das ist so eine weltweite Bewegung, aber in den USA nochmal ganz extrem einphasige Lehrkräftebildung. In der Schweiz hat das auch viel Anklang gefunden, bei uns ist es noch nicht ganz so bekannt. Der Charme dieser Kernpraktiken besteht darin, dass sie elementare Tätigkeiten von Lehrkräften, die häufig im Unterricht vorkommen, in verschiedenen Fächern relevant sind und das Lernen der Schülerinnen und Schüler verbessern. Man denkt so ein bisschen an frühere kognitionspsychologische Ansätze von Herrn Ebli, der sagt, Badeszenen wiederholen sich im Unterricht, etwa das Erklären. Ich kann etwas erklären, ich kann Feedback geben, ich kann ich kann ein Unterrichtsgespräch leiten, ich kann moderieren, ich kann Feedback geben, also Dinge, die wirklich oft vorkommen, ich kann Lernziele formulieren und die zusammenfassen. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, dass es nicht beliebig eine abgrenzbare Zahl von Kernpraktiken gibt, aber sie müssen halt klar erkennbar sein in verschiedenen Fächern. Und was ganz wichtig ist, kommt gleich noch, sie sind auch empirisch untermauert. Man weiß zum Beispiel über Feedback relativ viel und auch über ihre Wirksamkeit, spätestens nochmal als John Hattie das alles zusammengefasst hat und kann sagen, diese und jene Praktik, wenn sie gut ausgeführt ist, sorgt für auch für Schülerinnen und Schüler, verbessertes Schülerinnen und Schülerlernen. Wir brauchen solche Kernpraktiken, das haben auch diese Arbeiten, die hier dann rechts symbolisch abgebildet sind, Blömecke et al. Gezeigt, um ein Bindeglied von Disposition und Performance herzustellen. Ich glaube, das ist unstrittig in der Forschung, also es reicht nicht aus, Kompetenz als Set an Wissensressourcen auszubilden, also nur Kognition und affektive Motivation, so wird es auch nicht in der Medizin sein, sondern wir haben es mit einem
handelnden Beruf zu tun, in dem man eben übersetzen muss von Dispositionen. Da stehen dann situationsspezifische Fähigkeiten dazwischen. Das hat Herr Scherlis auch gerade angedeutet. Ich muss Situationen auf Basis meines Wissens analysieren können. Das wird als situationsspezifische Fähigkeiten bezeichnet. In Englisch heißt es dann Perceive, Interpret, Decision, also ein Wahrnehmen der Situation, ein Beschreiben der Situation, dann ein Interpretieren, ein Handlungsalternativen entwerfen und dann ein Entscheiden vor dem Hintergrund verschiedener Optionen. Letztlich ist das das adaptive Fallverstehen, adaptives, situationsspezifisches Verknüpfen von Ressourcen, von Dispositionen, würden einige sagen, und letztlich den Anforderungen, die jede Situation neu für mich stellt. Und das ist dann die Brücke zum sichtbaren Handeln, wenn ich das gut mache. Und das ist die Annahme, wenn ich da lerne, diese Situationen auch in der Schnelligkeit des Handelns aufzunehmen, nicht nur als Armchair-Reflection, aber Armchair-Reflection oder Reflection on Action ist erstmal eine Idee, dass ich sowas ruhig und sicher lernen kann. Und dann kann ich mit diesen Armchair-Kenntnissen dann auch souveräner in der handelnden Praxis umgehen und nicht vorschnell in Routinen verfallen oder in Dinge, die ich vielleicht abgeschaut habe von einem Mentor, einer Mentorin oder von meinem eigenen Lehrer, sondern kann immer wieder in die wissensbasierte Reflexion gehen. Wie gesagt, in Aktion oder manchmal auch nachher, wie das auch vorher beschrieben wurde. Also wir gehen davon aus, dass Kernpraktiken nach diesem Konzept schon von Beginn des Studiums an systematisch erlernt und fortlaufend erprobt werden können. Und da befindet sich schon der erste Kontrapunkt zu der Annahme von Herrn Neuweg, den ich vorher zitiert habe. Nämlich wir gehen davon aus, wenn wir das Konzept ernst nehmen, dass im Sinne von Deliberate Practice diese Strategien kontinuierlich reflektiert und bewertet und mit Hilfe von Feedback überarbeitet und umstrukturiert werden müssen. Und ähnlich wie das auch in der Medizin passiert oder in anderen akademischen Berufen, die an der Uni stattfindet und trotzdem auf Handwerk zielen ein Stück weit, gehen wir davon aus, dass beides integriert werden muss. Also eine gute Theoriebildung, Vorlesung auf hohem Niveau, aber gleichzeitig natürlich Übungsmöglichkeiten und das nicht nur in der realen Praxis, nicht gleich auf dem OP-Tisch zum Beispiel, sondern auch in simulierten Lerngelegenheiten. Darum soll es heute gehen. Und jetzt vielleicht kurz noch zu Deliberate Practice. Einigen von Ihnen ist es bekannt. Die Grundidee von Erickson et al. Ist auch oft kritisiert worden, weil es eben nicht ausschließlich Üben ist, was die Meisterin oder den Meister macht. Aber es ist eine interessante Komponente, dass ich eben nicht zur Lehrkraft geboren werde, sondern oder auch nicht zur Spitzensportlerin, sondern wenn man eben Expertinnen und Experten anguckt und die mit Novizen vergleicht, dann kann man immer wieder feststellen, dass dieses Suchen von Übungsgelegenheiten, das bewusste Aufsuchen von Übungsgelegenheiten und das Feedback erhalten eine wesentliche Rolle spielt. Also wir haben die englische Literatur dazu kurz übersetzt, heißt das, wenn Sie exzellent werden wollen, dann müssen Sie natürlich erstmal motiviert sein, an der eigenen Kompetenz zu arbeiten, sich zu hinterfragen. Jeder sollte reflektieren, der kompetent werden will. Ich brauche aber auch geeignete Entwicklungsaufgaben und für Novizinnen und Novizen muss ich die auswählen. Die können die nicht selbst wählen. Wenn ich dann fortschreite, dann kann ich mich selbst auch eher steuern, selbstreguliert lernen und mir auch dann entsprechend Aufgaben setzen und mir auch meinen Coach selbst aussuchen. Aber ich muss immer Feedback bekommen und dann das Feedback natürlich gleich wieder nutzen, um die Aufgabe wiederholt auszuführen. Das ist der Kern und wurde auch schon oft in Expertinnen-Novizen-Studien nachgewiesen in verschiedenen Domänen und auch in der Lehrkräftebildung erforscht. Das treibt uns um, wie auch dieser Circle, das ist der Learning Cycle, der aus dieser Gruppe praxisbasierte Lehrkräftebildung in den USA kommt. Hier die Veröffentlichung von McDonald et al. Pam Crossman ist da so eine schillernde Figur, die in Stanford war und jetzt in Pennsylvania die School leitet. Also die Idee, dass man diese Praktiken sukzessive einführt. Erst müssen die identifiziert werden. Das ist auch schon eine schwierige Aufgabe. Wirkliche Praktiken, die ich lernen kann, die müssen einfach genug sein und können dann immer im weiteren Verlauf dann auch anspruchsvoller ausgeführt werden. Ich beginne mit dem Circle, die müsste ich aber einführen, vorstellen,
Ich muss, jetzt wechsle ich am besten schon auf die englische, auf die deutsche Übersetzung. Ich muss die Theorie und Konzepte modellieren. Ich muss das erzählen. Ich brauche aber vor allem Anschauungsmaterial. Wir nutzen natürlich da viele Videofälle. Ich habe es ein bisschen rot gemarkert, wofür auch in Lüneburg stehen und was auch viel an anderen Standorten gemacht wird, eben mit plastischen, nicht nur Text, sondern mit ein Bild sagt mehr als 1000 Worten, Fällen zu arbeiten. Kollaboratives Anleiten, Planen, Ausführen und reflektierendes Handeln bereits in der Universität. Ich würde sagen, so wird es schon seit Jahren auch in der Medizin gemacht. Bevor ich in die reale Welt gehe, versuche ich ein Micro-Setting herzustellen. Bei der Pilotinnen- und Pilotenausbildung kennen Sie das auch. Da würden wir alle hoffen, dass der Pilot nicht zum ersten Mal fliegt, wenn er in die Maschine geht und wir da hinten drin sitzen. Das wird geübt in überschaubaren Übungssituationen und da kann ich natürlich auch schon Video einsetzen und Video-Feedback. Dann geht es in die Schule, das ist dann das bekannte Praxissemester oder jetzt, ich rede nachher viel von unserem schulpädagogischen Studien 1, 4 Wochen in der Schule. Ich lerne es auszuführen und zu reflektieren, erstmal ganz vorsichtig, wenige Stunden mit viel Betreuung, nie ohne Betreuung und mit Live-Coaching und natürlich auch mit Video-Feedback. Und ich habe dann die Möglichkeit, wieder an die Uni zurückzugehen, das aufzunehmen in der nachfolgenden akademischen Lehre und wieder mit Video- und Transkriptanalysen zu arbeiten. Das kann erstmal über fremde Fälle passieren, aber ich muss natürlich, das ist meine tiefste Überzeugung, an den eigenen Unterricht ran. Und das denke ich, dass unsere Studien das auch zeigen, dass eben das Lernen mit eigenen Videos einen eigenen Wert hat und nicht komplett mit fremden Lernen mit fremden Videos zu ersetzen ist. Hier wird eher so eine Dramaturgie erzeugt von erst fremde Fälle modellieren, dann zu den eigenen Fällen gehen und nochmal vor allem am eigenen Handeln arbeiten und das verbessern, vor allem auch durch Feedback. Peers, aber auch Expertenfeedback. So, darum soll es gehen heute, um diesen Teil an der Schule dann und wie kann ich sowas systematisch begleiten, um nicht in die verschiedenen Erwartungen zu fallen, die nie eingelöst werden können. Jetzt kommen da Personen und die unterrichten am besten in 4 Wochen schon 20 Stunden, ja, weil je mehr Praxis, umso besser und je mehr ins kalte Wasser, umso günstiger für wen auch immer, vielleicht für die Schülerinnen und Schüler, Fragezeichen, die jetzt mehr Unterricht haben, Unterricht, der sonst ausgefallen wäre und auch dann nebenbei auch noch für die Lehrpersonen. Und da würde ich eben unser Modell gerne erläutern an Punkt 2, was heißt eigentlich Kernpraktikum, erstes Schulpraktikum, was kann man denen zumuten und wie haben wir unser strukturiertes Reflexions- und Feedback-Modell aufgebaut. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Studentin, die Sie ja schon gesehen haben. Das ist jetzt, stellen Sie sich vor, erste Stunde für Sie. Vorher hat sie ein Praktikum gehabt, da hat sie nur beobachtet. Jetzt ist sie im 4. Semester. Sie hat also schon einige Kenntnisse in der Lehr-Lernpsychologie und auch in Didaktik und Methodik erfahren, hat also viele fremde Videos schon angeguckt und jetzt soll sie 4 Unterrichtsstunden halten. Und was wir eben hier sehen, ist nochmal der Ablauf. Wir haben ein Bafana-Semester bei uns für alle gleich, dann eine schulpädagogische Studie 1. Das ist ein reines Beobachtungspraktikum, wie es auch viele Hochschulen machen. 3 Wochen, dann kommt Lehr-Lernpsychologie, dann setze ich an mit der Didaktik und Methodik im 4. Semester, die eng verknüpft ist mit dem schulpädagogischen Studien 2, wo es eben darum geht, schon Unterricht zu planen, in kleinerer Runde, also im Microteaching durchzuführen und dann auch zu reflektieren und Feedback geben zu lernen. Und dann geht es ins Praktikum. Das ist eben auch das klassische Qualifikationsziel, das wahrscheinlich viele schon haben im 4. Semester. Auch wir haben so eine pädagogische Hochschultradition. Und die Idee, Praktika sind schon integriert in die erste Phase, ins Bachelorstudium. Viele machen das auch erst im Master. Bei uns traditionell von Anfang an ein Professionalisierungsstudium, das bedingt polyvalent ist, sondern eben professionalisierend. Vergleichbar vielleicht mit der Medizin. Die Studierenden planen standardorientierten und fachbezogenen Unterricht auf der Basis didaktischer Grundsätze für curriculare Entscheidungen und deren Legitimation sowie Forschungen zu Lehr-Lernprozessen. Da haben wir auch einen Schwerpunkt gesetzt. Wir wollten Klassenführung als großes Thema setzen und natürlich auch insgesamt das Lehren und Lernen lernen. Also klassisch Unterrichtsplanung, Einführung in die Unterrichtsplanung und dann erste Schritte mit der
Unterrichtsplanung gehen. Sie führen den Unterricht durch und können ihn mit Hilfe einer kollegialen Beratung kritisch analysieren und reflektieren. Sie reflektieren die eingenommene Lehrerrolle vor dem Hintergrund der KMK-Standards für die Lehrkräftebildung. Hier müsste jetzt die Neufassung stehen, 2014. Also ein kompetenzorientierter, standardbezogener Ansatz, wie Sie auch das selbst an die Schülerinnen und Schüler weitergeben sollen. Sie sollten sich nachher auch kontrollieren, ob sie die Standards erreicht haben. Was wir jetzt versucht haben, ist, zwei Ziele nochmal tiefen zu bohren, zwei lassen und zwei tiefe Ziele zu verfolgen. Also abgesehen von dieser Idee, ich kann Unterricht planen, durchführen und reflektieren, wollten wir vor allem einen Fokus auf Klassenführung richten, einer Kernpraktik, die wir dann einen Phasenübergang managen genannt haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Praktik oftmals beherrscht werden muss. Ich gehe zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Studentin angucken, von einer Plenumsphase in eine Einzelarbeitsphase über und da muss ich gewisse Dinge berücksichtigen, damit die Arbeitsaufträge verstanden worden sind, dass ich alle nochmal anschaue, die Dinge ruhig auf dem Tisch liegen, ich nochmal alle kontrolliere, mir Aufmerksamkeit verschaffe, alle mobilisiert werden, ich Unruhe vermeide. Also da kommen gewisse Items der Klassenführung, die bei Klassenführung immer relevant sind, zur Geltung. Es ist aber keine Kernpraktik Klassenführung, die gibt es nicht, sondern eine Kernpraktik, einen Phasenübergang managen. Anders als zum Beispiel die Praktik mit Unterrichtsstörungen umzugehen. Es ist, glaube ich, eine Praktik, die viel mit Organisation und mit organisatorischer Strukturierung zu tun hat und mit Monitoring des Verhaltens. So, zwei Ziele. Kernpraktik sollte ich planen und analysieren können, dabei Feedback einbeziehen und dann diese Kernpraktik bewerten und auch verändern können. Und ich habe ein zweites Ziel, das ist so ein längsschnittliches Ziel von SPS 1 zu SPS 2, zu den schulpädagogischen Studien 1 zu 2, dass ich mich auch an dieser Kernpraktik exemplarisch entlanghangeln kann und sagen, hat sich denn von meinem Beobachten dieser Kernpraktik, das setzten wir schon im ersten Praktikum als Beobachtungsfokus, hat sich da was verändert zu dem, was ich im zweiten Praktikum dann auch selbst getan habe? Kann ich diese da anders nachdenken, was hat sich über diese Kernpraktik, hat sich bei meiner Kompetenzentwicklung auch etwas getan, vor allem wenn es darum geht, vom Beobachten an Fremden zum Handeln im eigenen Unterricht. Ja, und das ist nochmal auch das Modell, das erinnert natürlich jetzt viel an diesen Learning Cycle und dahinter steht sowas wie Cognitive Apprenticeship vielleicht, also diese Idee, ich muss erstmal etwas vorgemacht bekommen, etwas modelliert bekommen. Das geschieht in der Vorlesung Didaktik und Methodik und wir haben ein Begleitseminar, da wird eben auch in die eingeführt, nochmal kommt gleich, nochmal stärker lerne ich das dann selbst zu tun, aber erstmal die Vorlesung modelliert und führt auch in die Analyse von Unterricht ein, also dass die auch einen Unterricht beschreiben, interpretieren und mit Handlungsalternativen analysieren können. Dann kommt das Seminar, da kann ich eben stärker praktisch tätig werden, aber im geschützten Raum. Da kann ich dann Unterricht auch planen, eigenen Unterricht. Ich kann etwas ausprobieren im Microteaching und bekomme auf diese Kernpraktik schon Peer-Feedback und kann auch vertieft analysieren und werde auch noch in das Geben von Feedback zu meinem Unterricht eingeführt. Und dann erst geht es in das Praktikum und wir versuchen das, wie gesagt, auch auf diese Kernpraktik zu beziehen und wir erhoffen uns dadurch ein vertieftes Analysieren und ein vertieftes Feedback geben und vor allem an den Zusammenhang zu stärken zwischen Handeln und Analyse von Unterricht, den vielleicht so noch nicht bewusst wurde, wenn man nur fremde Unterrichtsvideos anguckt. Das sind dann nochmal zur Untermauerung die Ideen für diese Kernpraktik, dass Sie sehen, das ist ein Gefäß, um letztlich Dinge, die die empirische Unterrichtsforschung gemacht hat, nochmal explizit zu machen. Also ich habe es vorher schon erzählt, diese Idee von Monitoring steht bei Allgegenwärtigkeit drin. Ich kann Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler im Blick behalten. Ich kann Präsenz zeigen. Ich kann Einzelkontakte sehr schnell minimieren. Und die Lehrkraft kontrolliert während des Gesprächs gleichzeitig das Verhalten einzelner Schülerinnen. Und wenn wir uns diese Manuale, die unten erwähnt sind, zum Beispiel von der Kollegin Lotz et al. Angucken, dann sind die auch immer beschrieben und mit denen arbeiten wir die. Also die
das Item wird immer durch klare Handlungsindikatoren beschrieben. Und der zweite Schwerpunkt ist das Übergangsmanagement. Die Lehrkraft formuliert klare Anleitungen, setzt akustische und visuelle Impulse ein und es scheint Routinen zu geben, die die Übergänge regeln. So versuchen wir auch seit letzten Durchgang auch eine zweite Kernpraktik noch stärker einzubeziehen, erstmalig in 2021. Das ist das Thema Feedback geben, also Feedback in einer Phase, in der der Schülerinnen und Schüler arbeiten, entweder in Einzelpartner- oder Gruppenarbeit. Und da haben sie ähnliche Items, die würde ich jetzt nur andeuten. Die sind abgeleitet aus diesem berühmten Hattie- und Timberley-Modell. Also es gibt eine Aufgabenebene, Lernprozess und eine Selbstregulationsebene. Und auch hier wird die Idee, ganz konkret zu formulieren, auf was kann ich denn jetzt, wenn ich Selbstunterricht, die Kernpraktik vorbereite und wenn ich sie analysiere, auf was muss ich achten, nämlich zum Beispiel, dass ich die Lernenden informiere über die Korrektheit ihrer Lösung, aber auch über die, dass ich darauf achte, Erklärungen, Hinweise zu geben, die den Lernenden helfen, die Aufgabe zu vervollständigen. Also hier steckt der Gedanke dahinter, dass ich von der Aufgabenebene auch auf eine Lernprozess- oder Selbstregulationsebene komme. Und dann habe ich ganz handfesten Stoff, um letztlich mich selbst zu untersuchen und mich zu reflektieren. Soweit der Grundgedanke. Und jetzt würde ich im dritten Abschnitt darauf eingehen, wie hängt jetzt eigentlich Übung, Reflexion und Feedback zusammen. Das ist ja der theoretische Gedanke, dass alles auch ineinander greift und dass Reflexion kein Selbstzweck ist, sondern auf Übung zielt. Ja, das nochmal die Idee von unserem Praktikum. Das heißt, es gibt zwei große Ziele: Kernpraktik planen, analysieren, dabei Feedback einbeziehen, bewerten und verändern. Erstes Ziel, zweites Ziel, die Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung. Jetzt haben wir das ähnlich gemacht, wie wir das auch bei Schülerinnen und Schülern machen würden, das nochmal operationalisiert. Also wir wollten direkt auf diese Idee der Wahrnehmungskompetenz auch raus. Das heißt, dieser Dreischritt, der vorher schon erwähnt wurde, den sehen Sie hier wieder. Also ich kann oder die Studierenden können eigenen und fremden Unterricht mit Fokus auf Klassenführung beschreiben, bewerten, ihre Bewertung begründen und Handlungsalternativen aufzeigen. Also das ist die Idee von Noticing, ist immer inhaltsbezogen. Ich habe eine Referenztheorie und aufgrund der Referenztheorie des Konzepts kann ich gewisse Situationen auswählen, die beschreiben, die bewerten, die Bewertung begründen und Alternativen aufzeigen. Das ist die Grundidee, dass ich immer etwas brauche, auf das ich was referiere und diesen Dreischritt gehe. Und bei der eher Meta-Ebene der Reflexion der eigenen Kompetenzentwicklung haben wir auch eine Operationalisierung versucht. Die Studierenden können ihre Kompetenzentwicklung mit Fokus auf Klassenführungskompetenzen einschätzen und ihre Entwicklungsschwerpunkte benennen und erklären. Und zwar so genau, dass sie auch sagen können, was kommt, wenn ich in die Universität zurückgehe, an welchen Stellgrößen will ich da arbeiten, welche Seminare will ich belegen und was fällt mir bisher schon leicht und woran müsste ich noch konkret mit Hilfe von anderen auch arbeiten. So, und dazu nutzen wir jetzt eben auch E-Learning. Wir haben einen Teil des Praktikums in der Klasse. Also wir besuchen auch nach wie vor unsere Studierenden in den kleinen Gruppen. Ich habe dann auch so eine 12er-Gruppe. Da fahre ich immer einmal auch ins Klassenzimmer und schaue mir das an. Und wir verzichten mittlerweile auf den zweiten Besuch. Das haben wir früher immer gemacht. Und statt des zweiten Besuchs gibt es eben eine E-Learning-Komponente, wo wir uns dann alle miteinander auseinandersetzen mit entweder videoaufbereiteten Fällen oder schriftlich oder mündlich geschilderten Fällen. Wie funktioniert das? Mittlerweile, das hat auch länger gedauert. Ich schaue auf den Chat. Okay. Mittlerweile nutzen wir ein E-Portfolio, um sowas möglich zu machen wie einen personalisierten Lernraum. Ein Portfolio ist eben eine Mappe, wo ich alles sammle und wir wollten ein gezieltes Sammeln. Das ist jetzt, Portfolio ist nicht gleich Portfolio. Frau Bosse macht es auch in Kassel, aber die unterscheiden sich. Erstmal ist es ein Gefäß und auch unterschiedlich gefüllt je an der Hochschule. Und was wir machen, ist einen sehr strukturierten Ansatz zugrunde zu legen. Das sehen Sie jetzt zum Beispiel meine Gruppe.
Und ich habe da 12 Studierende drin und die werden da auch begrüßt, die werden wirklich geleitet in diesem Praktikum. Und dann hat jeder eine Vorlage, jeder die gleiche Vorlage mit, hier sehen Sie Überschriften und immer Aufgaben drin, die Sie erledigen müssen. Und diese Boxen werden gefüllt, individuell gefüllt und jeder hat dann sein eigenes Portfolio. Aber der Spielraum ist sehr gering, was ich auch für wichtig halte, gerade wenn alle im vierten Semester die gleichen Kompetenzen erwerben sollen. Wir haben hier ein Beispiel dann, wie wir dann in diesem Portfolio auch mündlich Feedback geben. Das variiert je nach Gruppe. Das ist schon Forschung dann, dass wir unterschiedliche Interventionsgruppen haben. Dazu gleich nachher mehr. Ich möchte erst noch mal ein paar Worte dazu verlieren, wie das Portfolio auch die Reflexion steuert. Wir haben hier im Prinzip alles abgebildet, was wir von den Studierenden wollen, auch in unterschiedlichen Farben, damit sie so ein bisschen erkennen. Kommen dann die allgemeinen Informationen zum Praktikum unter. Und was Sie da unten sehen, ist schon ein ganz wichtiges Tool, die Planung und Reflexion der eigenen Stunde. Das erwarten wir einmal, auch wenn wir dann selbst besuchen. Das ist einen großen Planungsentwurf gibt mit dazugehörenden Materialien. Und dann gibt es noch 3 weitere Stunden. Das ist dann eher mit der Mentorin abzuklären. Da wollen wir den kleinen Unterrichtsentwurf abgelegt haben. Und wir gehen dann weiter mit dieser Metareflexion. Das war das Ziel 2, die Verknüpfung mit vorherigem Praktikum, mit der Rückschau und immer der Reflexion auf Klassenführung, exemplarisch. Was habe ich da gesehen? Was habe ich jetzt Neues dazugelernt? Und so ein Kernstück, auf das ich heute eingehen will, ist diese Dreischrittanalyse auf Basis von Merkmalen der Klassenführung erstmal seit 2021 dann auch. Diese zweite Kernpraktik mit Feedback. Und dazu gibt es dann ist immer derzeit ein Peer-Feedback eingeplant. Wir hatten auch schon mal Expertenfeedback. Und aktueller Stand 2021 hatten wir rein schriftliches Format, ein verbal-audio-basiertes Format und ein verbal mit eigenem Video integriertes Format. Dazu noch gleich mehr. Das sind die verschiedenen Interventionsgruppen. Wichtig hier zu merken ist, wir steuern doch das Portfolio sehr genau, diese Reflexion, das Aufarbeiten von Praxiserfahrungen. Wir gehen hier noch stärker rein und das hatte ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Wir sagen, alle Reflexion erfolgt im Sinne dieser Dreischrittanalyse. Die lernen die auch und immer mit einem Fokus auf Klassenführung. Wir müssen es inhaltlich hinterlegen mit Theorien der Klassenführung, dann mit Items der Klassenführung und auch das Peer-Feedback erfolgt in diesem Dreischritt. Dann gibt es dann eine Feedback-Bilanz derjenigen, die jetzt die Selbstreflexion gemacht hat. Die Feedback wird einbezogen und Konsequenzen für das nächste Handeln werden gezogen. Das ist schon diese Idee von Deliberate Practice, Verarbeiten von Peer-Feedback in so einem Zirkel. Das haben wir ganz früh schon in München gemacht. Mit Alexander Kröschen habe ich da erste Interventionen auch betrieben in der Ausbildung. Ja, und der Grundgedanke von strukturiert heißt auch, wir haben Worked Examples, das ist, glaube ich, auch sehr gut kognitionspsychologisch begründet, dass wir eben so Modelle haben, wie wir eine Beschreibung gerne hätten. Da ist ein fremdes Video und das wird so getan, als ob die Lehrerin jetzt, die da zu sehen ist, sich selbst ihre Stunde beschreibt auf Basis von Klassenführung oder den Ausschnitt, den wir hier sehen, den Ausschnitt interpretiert und Handlungsalternativen formuliert. Das ist dann wirklich so gemacht, Best Practice ausgearbeitet, dass die Studierenden sich daran orientieren können. Wir haben Beobachtungsbögen, dass immer der Fokus gewahrt bleibt hier auf Allgegenwärtigkeit und auch auf Übergangsmanagement, Strukturierung, organisatorische Strukturierung. Wir haben Kriterien, wie sie auch das Feedback angehen sollen, auf was sie dann nochmal achten sollen, wenn sie adaptives Unterrichtsfeedback geben. Und wir haben dann in diesen Kästchen immer ganz konkrete Aufforderungen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Also der Grundgedanke, viertes Semester, stark gelenkt durch dieses Portfolio. Und wir haben versucht, dieses Portfolio zu nutzen für den Professionalisierungsprozess. Was sagen jetzt unsere Studien? Was hilft und was hilft eher weniger? Da möchte ich noch einige Sätze drauf verwenden. Wir haben unsere ersten Studien 2017 gemacht und haben das noch ohne Portfolio absolviert. Das heißt, wir
haben damals eine Kontrollgruppe genommen. Das ist genau diese Gruppe, die ich so vorgefunden habe. Moment, gehe noch eins zurück. Nee. Ja, so, die Kontrollgruppe war damals die konventionelle Praktikumsbegleitung. Zweimal im Unterricht besucht, da waren viele auch begeistert, weil wir am Anfang besucht haben, in der ersten Woche und dann in der letzten Woche, um dann auch so eine Progression zu sehen. Aber es war auch ein großer Aufwand, natürlich in die Schulen zu fahren. Und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal eine Kontrollgruppe, eine Interventionsgruppe einzuführen. Ich gehe mal nur auf die 1 und 2 ein mit Videoreflexion. Das kannten wir eben, habe ich so aus München mitgebracht, die Idee, da Peer-Feedback, Videoaufnahme, kurze Sequenz, Sie sehen es oben, 2 mal 5 Minuten, dann gibt es Peer-Feedback dazu und dann gibt es in einer WeReflect-Plus-Gruppe nicht nur Peer-Feedback, sondern Expertenfeedback. Mehr Zeit natürlich noch durch den Experten, aber nochmal ein vertiefteres Feedback in dieser WeReflect-Gruppe 2. Dann haben wir auch noch Paper-Reflect-Gruppen gemacht. Das heißt, die haben auch den zweiten Besuch gestrichen bekommen, haben eine Selbstreflexion ohne Video gemacht, rein schriftlich, dann damals in den Moodle-Kurs noch und haben da auch schriftliches Feedback bekommen. Auf diese Gruppe möchte ich auch nicht weiter eingehen, sondern nur noch mal, da haben Sie jetzt vor Augen, es gibt sowas wie diese Zeit des Praktikums, immer erster Monat gleich zu Schuljahresanfang. Es gibt einen Prätest und einen Posttest. Was haben wir getestet? Wir haben diese professionelle Wahrnehmung uns angeschaut mit einem Test, der Uni Münster entwickelt wurde. Also die Idee, ich kann professionell Unterricht wahrnehmen, das heißt beschreiben, bewerten und Entscheidungen treffen. Das wird eben Professional Vision, professionelle Wahrnehmung genannt. Und es gab einen Feedback-Test, den Christopher Prilop, Doktorand, damals entwickelt hat. Da wurde getestet, inwiefern ich gut Feedback geben kann, auch videobasiert. Beides videobasierte Instrumente, vorher, nachher. Und dann haben wir geguckt, welche Intervention ist da denn besonders hilfreich, diese Kompetenzen zu verbessern. Und das ist etwas, was wir relativ früh publiziert haben, 2018. Da sehen Sie diese Bereiche des Classroom-Managements, also dieser Test ist auf Classroom-Management fokussiert und nennt sich eben Professional Vision Test. Es gibt hier eine Expertenlösung, wenn Expertinnen und Experten eben diese Videos angucken, dann kommen sie zu dieser Lösung und da wird dann eben die Studierendenlösung abgetragen. Deshalb kommen sie zu diesem Agreement with Experts in Prozent. Und Sie sehen ganz schön jetzt, wenn Sie unten auch die Legende anschauen, dass wir, so hätten wir das auch postuliert, dass sich diese Gruppe, die nochmal Expertenfeedback bekommt, diese WeReflect Plus Gruppe schon bei diesem Gesamtscore Professional Vision of Classroom Management schon besser abschneidet über die Zeit. Das ist auch relativ groß, dieser Unterschied zur Kontrollgruppe. Positiv ist, dass sich alle Gruppen verbessern. Und wenn wir in die Einzelbereiche reingucken, dann ist eben dieser Monitoring-Bereich, der Managing-Momentum-Bereich, das ist organisatorische, strukturierte Handeln und das Gebrauchen von Regeln und Routinen. Da zeigt sich immer das gleiche Bild. Vor allem beim Managen von Momentum, dieses organisatorische Strukturieren, scheinen die noch mal mehr von diesem Expertenfeedback zu profitieren. Also klare Indizien für ein feedbackreiches, videobasiertes Reflektieren und im Praktikum, das auch noch online gestützt ist. Ich gehe jetzt auf aktuelle Studien ein und dann können wir sicherlich noch diskutieren über diese Studie, aber ich möchte Ihnen so eine Richtung aufzeigen, die wir momentan gehen. Das ist jetzt Sommersemester 20. Wir haben immer noch das 4-wöchige Schulpraktikum, ein Unterrichtsbesuch und wir haben da immer auch so ein Begleitseminar, in dem nochmal die Chance besteht, eben Dinge abzusprechen. Das ist bei allen gleich und wir haben jetzt die praktikumsbegleitende E-Portfolio-Arbeit, also nur noch einen Besuch und ansonsten wird das eben online gemacht. Wir haben immer pro Kohorte 205 Studierende mit dem Alter und mit der Verteilung auf die Geschlechter und wir haben mittlerweile drei unterschiedliche E-Portfolio-Formate, das hatte ich ja vorher schon gezeigt, eine Audioreflexion und ein Audio-Feedback, eine Video-Audioreflexion, in dem ich direkt in mein Video einsprechen kann. Das ist eine freiwillige Teilnahme, das muss man auch mal bedenken, weil wir niemanden zum Video-Reflektieren zwingen können, aber er könnte eine Selbstselektion haben vielleicht oder da könnte man vermuten, dass es halt anders als bei der Zufallszuteilung kein richtiges Experiment ist.
gleich dazu noch mehr. Und es gibt eine dritte Gruppe, schriftliche Reflexion und schriftliches Feedback, so sehr traditionell. Was wir eben kontrolliert haben, sind diese Variablen. Deshalb können wir schon ein bisschen ausschließen, dass es so um eine besondere Gruppe handelt bei dieser Videogruppe, also Motivation für das Praktikum, Reflexionsbereitschaft, Vorerfahrung mit E-Portfolios und selbst eingeschätzte Fähigkeiten im Umgang mit und Einstellung zu digitalen Medien. Wir haben jetzt da auch mal immer geguckt, was sind so die Lernprozesse bei diesen Formaten, weil da bestehen auch begründete Unterschiedshypothesen. Wenn wir jetzt diese drei Gruppen angucken, also schriftliches Feedback, Audio-Feedback, Video-Audio-Feedback, und so hätten wir das auch vorhergesagt, dass sich die Freude erhöht, wenn ich eben mit diesen Videoaufnahmen arbeite, und am geringsten ist, wenn ich nur schriftlich arbeite. Andersrum die Langeweile in dieser Gruppe mit schriftlichem Feedback am höchsten ist und beim Video-Audio-Feedback am geringsten. Und die Immersion, das heißt das Eintauchen in Unterricht, am besten möglich ist in der Video-Audio-Gruppe. Das sind jetzt nicht ganz riesige Unterschiede. Für alle, die es noch mal genauer wissen wollen, hier auch die Signifikanzen und die Post-Hoc-Tests, da kann man ein bisschen durchgehen und schauen, zum Beispiel bei Freude ist Gruppe B der Gruppe C. Wir gucken nochmal hin, überlegen Video-Audio-Feedback, das zeigt sich doch auch als signifikanter Unterschied von Mittelwert 302 und 241. Soweit dieser Eindruck, der eher zeigt, dass es hier Unterschiede gibt, je nachdem, was ich für ein Format habe. Und viele machen das ja noch sehr traditionell an den Hochschulen, machen schriftliches Feedback zu schriftlichen Selbstreflexionen. Unser Befunde sprechen dafür, hier die Multimodalität zu nutzen, um das dynamischer zu machen, vielleicht auch alltagsnäher, weil Lehrkräfte doch wenig schriftlich kommunizieren, sondern eher mündlich sich Feedback geben. Ich gehe noch kurz zu zwei Praktiken, weil da ja die Vermutung wäre, bei zwei, da kann ich eine von den Praktiken vielleicht gar nicht so gut trainieren in einem vierwöchigen Praktikum. Also die Idee, wieder zwei Videoausschnitte mitzubringen, halt einen dann zu Klassenführung und einen zu Feedback, einer mit dem Fokus auf Klassenführung, einer mit dem Thema auf Feedback. Ich gucke jetzt nur diese 14 an, die das zum ersten Mal ausprobiert haben. Ist es möglich, auch zwei Kernpraktiken da zu fördern? Und da möchte ich nur gern auf den gemessenen selbst eingeschätzten Lernprozess eingehen und Ihnen zeigen, dass das Bild eigentlich aufweist, dass es durchaus möglich ist, in dieser Videogruppe nimmt man die Selbstauskünfte hier als ein wichtiges Maß, beide Kernpraktiken zu trainieren. Also Sie sehen, die Kernpraktik einen Übergang managen, gut analysieren, konnten die machen, aber sie konnten, wenn sie in die dritte Zeile gucken, auch die Kernpraktik Feedback geben, gut analysieren, erzielt auch noch relativ hohe Werte und vor allem das Erproben noch. Wir haben mehr mit Klassenführung gemacht, so als Basisdimension guten Unterricht und das Feedback dazu geschaltet. Deshalb überrascht mich auch nicht, dass die Kernpraktik einen Übergang managen, gut analysieren, besser abschneidet als die Feedback geben, gut analysieren. Wir können auch nochmal schauen, wie denn die Restgruppe sich verhält, und vielleicht könnte man meinen, die hat dann vielleicht mehr Kapazität für die Praktik einen Übergang managen über. Die haben eben nicht diese zweite Praktik zur Verfügung gehabt. Das war eben nur in dieser Videogruppe der Fall. Also auch eine weitere Diskussion, wie viele Kernpraktiken lassen sich eigentlich exemplarisch da trainieren. Ich wäre eher für weniger als für 4, 5, um den Trainingscharakter herauszustellen und das Kompetenzerleben herauszustellen. Ich glaube, soweit würde ich mal gehen. Die Frage noch dann vielleicht für die Diskussion, wenn wir Lust haben, inwieweit wirkt sich digitales Text- oder audiobasiertes Peer-Feedback auf die Qualität des Peer-Feedback aus, wenn man sich jetzt mal von Video löst und sagt, wir gucken uns nur mal audiobasiert versus textbasiert an. Da spricht vieles für audiobasiert, stärkt eigentlich die Befunde, die ich vorher erwähnt habe. Also ein reines textbasiertes Peer-Feedback ist nicht so, letztlich nicht so qualitätsförderlich, wenn man sich dann nachher die eingesprochenen oder schriftlichen Feedbacks ausguckt und wirklich kriterial auswertet. Da nur vielleicht, also hier die Frage Auswertung der Feedback-Qualität mit einer adaptierten Version des Feedback-Quality-Index, da möchte ich nur reinschnuppern und sagen, insgesamt zeigt sich, wir können uns jede Antwortungskategorie nochmal angucken, das ist auf einem
Feedback-Qualität-Index beruhen, den Prinz et al. Für eine andere Studie gemacht. Wir haben das übernommen, diese für eine Studie in der Medizin, extrahierte Feedback-Quality, diesen Scale, und haben festgestellt, dass grundsätzlich dieses audiobasierte Peer-Feedback dem textbasierten überlegen ist, aber gerne noch dazu später mehr. Ich möchte ja unbedingt zum Fazit und zur Diskussion kommen und Sie nochmal anregen, mit mir nachzudenken, wo denn wirklich die Grenzen und auch vielleicht die Chancen eines solches online-basierten Reflektierens liegen, vor allem wenn man es noch mit Video betreibt. Also ich sehe schon die Herausforderung, dass wir im Praktikum multiple Ziele haben. Ich frage dann immer auch gerne an anderen Stellen, was wollt ihr eigentlich mit eurem Praktikum erreichen? Was hier schön aufgezeigt wird von Herrn Neuweg, dass es eben ganz viele Interessen gibt, nicht zuletzt von der Hochschule, dass wir da so auch Forscherinnen und Forscher ausbilden, die dann nachher am besten auch selbst noch Professorin werden. Für mich wäre wichtig eine Fokussierung auf das Unterrichten lernen und auf das, was auch wirklich erlernbar ist, auch im dritten, vierten Semester. Und klar herauszustellen, wie diese Kernpraktik auch geübt werden kann. Eher unwichtig finde ich tatsächlich, was an vielen Standorten praktiziert wird, forschendes Lernen in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, Forschung hat einen Eigenwert, aber ich bin grundsätzlich für eine forschende Haltung als professionelle Lehrkraft, die gefördert werden muss. Aber das ist was anderes, als kleine Forscherinnen und Forscher auszubilden. Und diesen Deliberate Practice-Ansatz würde ich gerne noch verteidigen wollen und sagen, es kommt eben darauf an, auch in der Lehrkräftebildung intelligentes Üben und Trainieren zu praktizieren. Das machen wir noch zu wenig, denke ich. Wichtige Faktoren wären für mich definierende Aktivitäten, am besten über Kernpraktiken. Es geht sicherlich aber auch anders. Es muss klar sein, was wir trainieren, auf was wir ausbilden. Die Erfolgskriterien müssen formuliert sein. Ich muss auch wissen, wie diese Praktik gut ausgeführt werden kann, wie die Luft nach oben zu definieren ist. Ich brauche Feedback durch Expertinnen und Experten, das können Mentorinnen und Mentoren sein, die aber auch letztlich die Konzepte kennen, die auch ausgebildet sind in der Theorie. Deshalb spricht auch vieles für Mentorinnenqualifikationen. Und natürlich brauche ich ausgebildete Peers, die auch was wissen zu dem Inhalt und nicht, dass wir Nichtwissende aneinander koppeln. Das spricht so ein bisschen Vorsicht bei Schülerinnen und Schülerfeedback, weil das halt da keine didaktischen Experten sind, Expertinnen, aber das wird Blanca bestimmt bedenken bei dem Tool, wenn man Schülerinnen und Schüler befragt, was kann man von denen bekommen, was kann man von Peers bekommen und wo können Expertinnen und Experten halt etwas liefern, was Peers und Schülerinnen und Schülern eben nicht möglich ist. Dann würde ich auch sagen, digitale Lernumgebung sollten wir mehr nutzen. Da sprechen unsere Befunde dafür, weil es eben ein zeit- und ortsflexibles Reflektieren und Feedback geben ermöglicht und am Nachmittag oder später, auch nach dem Praktikum, noch diese Videoaufnahmen, diese Textfälle, diese Audiofälle noch zur Verfügung stehen. Nicht thematisiert habe ich die Chancen gerade der Simulation. Da wollen wir auch noch stärker rangehen in Forschungsarbeiten. Diese Rolle von Micro-Teachings an der Universität, da sehe ich noch ein großes Potenzial, um eben nicht zu sagen, Praxis findet ausschließlich an der Schule statt, sondern zu sagen, wir brauchen solche geschützten Räume auch an der Universität. Labs nennen das viele. Und da kann ich mich eben schon auf die reale Praxis vorbereiten und auch etwas nachstellen, trainieren im besten Sinne. Wir wollen noch in Zukunft auch diese rechte Seite noch stärker beleuchten in einem DFG-Projekt, das ich mit Matthias Nückles derzeit erst beginne, sodass wir alles, was hier steht, auch noch stärker experimentell erforschen können. Das ist ja erstmal eine wohlbegründete, theoriebasierte Idee von Lehrkräftebildung, aber ich glaube, das schreit auch noch nach experimenteller, guter Forschung in diesem Bereich, vielleicht das für diejenigen, die auch aus dem Bereich kommen. Und jetzt freue ich mich natürlich auf die Diskussion. Danke fürs Zuhören.